herzlich willkommen zur Pressekonferenz Austria gegen Hartberg 0:1. Peter, ich nehme an, vom Ergebnis her kein Ergebnis, das dir schmeckt. Nein, aber es war halt auch vor allem die erste Stunde zu wenig Kreativität, Inspiration in unserem Spiel und zu wenig Genauigkeit. Und dann auf der anderen Seite aber auch nicht genug ordentliches Zweikampfverhalten gegen die robuste Verteidigung der Hartberger. Und letzte halbe Stunde habe ich dann gesehen, dass wir bereit sind, das Spiel möglicherweise noch zu drehen. Und man hat zwei, drei ganz gute Möglichkeiten gehabt, das Wetter sehr, sehr gut reagiert. Aber ist halt dann auch einmal gegen einen kompakten Gegner auch dann halt auch zu wenig gewesen. Das ist enttäuschend. Wir haben gehofft, dass wir näher ranrücken können und das ist uns nicht gelungen. Dankeschön, Peter. Fragen bitte. Ja, Mikro, vergiss es, kommt später erst. Haben wir vergessen. Bitte. Bitte hast du Erklärung nach den zwei doch passablen Auftritten in Weißburg, dass es jetzt irgendwie dermaßen schwer getan haben, so müde Spielkampf zu beginnen, nicht richtig in Schwung gekommen sind. Ja, stimmt. Also das ist schwer jetzt für uns auch so zu erklären. Also, aber stimmt, wir haben auch das Gefühl gehabt, das ist nicht so, das läuft nicht so rund, da geht es nicht um Fehler, sondern das ist alles von der Bewegung und von dem, was wir uns vorgenommen haben, was wir in den letzten Wochen ordentlich gemacht haben, auch nicht immer mit Siegen oder so, aber trotzdem, das war heute vor allem erste Halbzeit zu wenig da, es waren zu wenig Spieler bei Ballbesitz aktiv, die den wirklich auch haben wollten und es war halt nicht flüssig. Ja, kann jetzt nicht sagen, ob das mit was das wirklich zusammenhängt, kann ich nicht sagen, aber vieles von dem, was wir uns vorgenommen haben, haben wir auch nicht so gesehen. Ja. Weitere Fragen, bitte. Peter Klöbel, Kronenzeitung. Bitte, Peter. Peter, du hast am Freitag gesagt, jetzt werden wir schauen, wie weit wir sind, so ganz salopp formuliert. Wie weit seid ihr jetzt wirklich? Glaubst du, dass das bei manchen Spielern auch eine Drucksituation war, mit denen sie nicht umgehen konnten? Was ist Druck? Wir haben Top 6, ja. Wir reden ja trotzdem bei allem Verständnis, wir reden ja von Leistungssport, von Spitzensport. Ich kann jetzt natürlich auch die ganze Zeit herumreden und sage, ist eh alles okay und schauen wir mal. Also die Tabelle gibt es her und da muss man halt auch ansprechen können, wenn wir gewinnen, wir sollten gewinnen, dann sind wir drei Punkte dran. Das sollte man als Spieler schon aushalten. Das wird auch nicht das Thema sein. Also an dem scheiterst du dann am Ende des Tages mit Sicherheit nicht. Aber es ist halt, ein Prozess und ich kann es immer wieder nur sagen. Und da sind wir dann vielleicht in unserer Klarheit und Abgebrühtheit noch nicht so weit, wie wir es gerne sein wollen. Dass so Situationen, wo du Woche für Woche auf hohem Level spielst und das immer wieder abrufst, das haben wir halt in der Gesamtheit halt auch vielleicht noch nicht so drauf. Phasen waren heute okay, wenn wir Situationen gehabt, wo wir das Spiel auch drehen hätten können. Da haben wir unsere Chancen halt auch nicht genutzt. Die haben in den Wochen davor vielleicht das eine oder andere mehr genutzt. Und dass die Spiele trotzdem knapp bleiben für uns, ist ja auch klar. Und das ist ja das, was ich gesagt habe, dass wir keinen Quantensprung über Weihnachten gemacht haben, sondern wir haben uns seriös an gewisse Dinge herangearbeitet, die ich auch heute gesehen habe, aber die Umsetzung war halt nicht gut genug. Das muss man halt auch dazu sagen. Also es sind schon viele, viele Bereiche, die halt in dem Fall halt auch nicht unbedingt für uns gelaufen sind. Ich sage das normalerweise nicht, aber also wer mich kennt, weiß, dass ich es normalerweise gar nicht anspricht. Aber ich bin der Meinung, wir werden wieder einen Elfmeter kriegen müssen. Und es ist ein ganz klares Ellbogenvergehen an einem Fitz. Und ich sage es auch nur deswegen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ich mich relativ zurückhalte und das Verlangen nicht irgendein Bonus in den nächsten Wochen.
Aber ich habe schon das Gefühl, dass die, die ein bisschen lauter sind in dem Bereich, dann auch mehr gehört werden, so bitter das ist. Deswegen schieße ich es da einmal so in die Runde rein, ohne den Wunsch zu haben, dass es auch schreibt. Kannst du aber bei der gelben Karte dann auch sagen, oder? Mit dem einfach nur laut und gleich gelb. Ja, es ist, nein, ich sage auch nicht, dass die Spiele einfach waren. Ja, es sind ein paar Sachen gewesen, aber ich sage, wir haben in den letzten Wochen vermehrt Dinge gehabt, die nicht unbedingt zu unseren Gunsten so ausgelegt worden sind. Deswegen finde ich halt, dass ich halt den Eindruck habe, dass die Kollegen, die ein bisschen lauter sind an der Linie, am Ende des Tages in ein paar Tagen danach eher profitieren als die, die sie versuchen, ruhig zu verhalten. Und vielleicht, wenn sie recht haben und einmal was sagen, wie ein Ritter, dann halt die gelbe Karten kriegen. Und da habe ich halt auch keinen Bock drauf. Also das ist jetzt dann auch nicht so mein Grundzugang, aber es hat sich gehäuft in den letzten Wochen. Und heute besprechen wir es, weil es uns heute gut getan hätte. Wir haben nicht unsere Top-Leistung abgeliefert und das hätten wir trotzdem gern mitgenommen. Wie andere auch manchmal. Stefan Oellerer, Önius. Beim Fernsehinterview haben Sie recht resignierend gewirkt. Haben Sie mit der. Ich habe das jetzt da geschaut. Ja, das ist Ihr Eindruck vielleicht, ja. Haben Sie schon mit der Meistergruppe abgeschlossen oder nach dem direkten Konkurrenten eben nicht geschlagen haben heute zu Hause? Also einfacher ist die Geschichte nicht geworden. Ne? Aber resignierend bin ich nicht. Also das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber wissen Sie, es ist halt so, du kannst das halt versuchen, relativ nüchtern, neutral, wie du die Sache bewertest, erklären. Dann ist man halt nach einer Niederlage und 6 Punkte Rückstand so, dass man es halt aufgibt oder sonst irgendetwas. Wenn man reinlächelt, sagt jemand, das ist einem wurscht. Also das darf jeder für sich so bewerten, wie er es will. Ich kann nur sagen, wir haben 6 Punkte Rückstand gehabt und wenn wir gewonnen hätten, hätten wir 3. Und die haben wir immer noch die 6, dass es nicht leichter geworden ist und dass ich mich darüber nicht freue, ist wohl für jeden verständlich. Nicht? Aber am Ende ist es dann halt auch so, dass wir das als Zielsetzung ausgerufen haben. Das ist der eine Bereich, dass wir gerne unter die 6 kommen würden. Weil es, glaube ich, ein Zeichen wäre, dass ich was gut entwickelt hätte. Und wenn wir es nicht schaffen, dann werden wir die Mannschaft weiter so versuchen zu entwickeln, dass sie halt in der unteren Runde ordentliche Spiele macht. Trainerjob ist manchmal zwar kompliziert, aber am Ende des Tages ist er relativ einfach. Es geht von Spiel zu Spiel und von Woche zu Woche und das ist es. Und die Punkte hätten uns gut getan. So denke ich halt, dass es schwierig wird. Es werden weniger Spiele und der Rückstand ist größer geworden. Also hat sich verschlechtert. Gut, alles beantwortet. Thomas Schrenk von der APA. Wie immer zum Schluss. Kein Problem. Aufbauend, was vorher schon gesagt worden ist, weil der Christoph Schöss-Wender auch gesagt hat, dass er den Eindruck gehabt hat, dass manche nicht dorthin gegangen sind, wo es weh tut. Hm. Warum? In so einer wichtigen Partie hat man, ja, hat also, man dann auch den Eindruck? Naja, es geht ja keiner in das Spiel rein und denkt sich, er geht jetzt mit Halbgas, aber das ist ja. Also wenn man mal selbst Fußball gespielt hat, war es auch Dinge, die sich positiv entwickeln während eines Spiels. Das sind einzelne Situationen, wo dann der Nächste mitzieht und der Nächste mitzieht und sieht, dass der Spirit eben gut ist in der Partie. Und das, was wir halt heute gehabt haben, ist halt, dass es schwierig war und das halt dann von einem möglicherweise auch auf den anderen abfährt. Das waren ja auch nicht alle inaktiv, aber es waren wichtige Spieler für unser Offensivspiel, die waren nicht aktiv. Und das greift dann eines ins andere. Das ist mal schwierig, dann ist der Gegner unangenehm, dann bist du hinten nach, dann kriegst du die Pässe selbst nicht so gespielt, wie du das gerne hättest, dann kommst du selber nicht in die Situationen, dass du Erfolgserlebnisse hast. Und das ist alles das, was man schon sagen muss. Das ist in unserem Bereich schon noch so aufgestellt, dass so hunderte Erfahrungswerte mit unangenehmen Situationen umzugehen, das haben sie halt noch nicht. Das gestehe ich ihnen ja auch zu. Und das ist auch das, was ich im Kreis gesagt habe. Dass uns klar sein muss, wenn wir es nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer, an unser Limit zu gehen, jeder Einzelne und die Gruppe, dann wird es jede Woche so sein können, dass wir ein Spiel für uns entscheiden, aber dass jede Woche auch ein Spiel sein kann, wo du verlierst. Also in dem Bereich sind wir aufgestellt, das muss man zur Kenntnis nehmen. Ne? Also, aber es ist jetzt nicht so, dazu habe ich jetzt einen zu guten Blick auf die Jungs, dass man meint, sie sind vielleicht reingegangen mit dem Zugang, es geht schon leicht.
Nein, das haben wir schon gewusst, dass es nicht leicht geht. Aber manchmal ist auch das Wissen, dass es nicht leicht geht, hilft er halt dann auch nicht in der Umsetzung. Das ist, Sport ist komplex und Fußball ist sehr speziell. Gut, wollen wir die Gäste auch noch zu Wort kommen lassen. Dankeschön, schönen Abend, schönen Sonntag. Danke.